Komm, Verwandlungsrennen. Los geht's. Genau. Machen wir so. Ich würde sagen, wir machen das einfach jetzt weiter, so wir machen aktualisieren und nehmen irgendwas Zufälliges, was wir gerade finden. Ja, genau, Verwandlungsrennen, das war das letzte Mal auch ganz lustig. Jo. Markus, wenn Hubfahrer kommt, halten wir uns fern voneinander, oder? Ja. Ich hab doch so ein komisches Déjà-vu, weißt du? Du bist einfach nur kuschelbedürftig. Gib's zu. Aber nur bei dir, Kevin. Bei Markus sieht's anders aus. Der Markus ist mir suspekt. Ja. So, schauen wir mal, vielleicht kommen noch Leute rein. Wenn die Zeit abläuft, starten wir. Ich mach's mal so, Auto ausgehen und auf den Sack. Wisst, wir können doch gerne hier irgendwelche Missionen machen, wo ihr gegenseitig Geld verdient. Nur machen, wenn ihr wollt. Da gibt es aber nicht viele, wo man wirklich Geld verdient, also gut Geld verdient. Ja, Markus, du wolltest mir eigentlich noch einen Link schicken vom Kevin. Mache ich dann noch am Wochenende. Was? Von Ja, mir? alles klar. Ja. Ja. Da kommt einer noch. Da, perfekt, da kommt sogar noch. Ist hier doch noch einer hier. Kommt dazu, ist Platz für alle da. Mit 16 Leuten? Ne, Sag, zwei. sagt Svens Charakter auch immer. Ah, schade, ich dachte, hier komme ich dazu. Einer ist noch dazu gekommen, sind wir zu viert. Ich habe kein Auto ausgewählt. Moment. Raus damit, ich kann doch zu Fuß gehen. Alles klar. Was ist eigentlich der Sinn der Sache? Was denn? Zu Fuß gehen oder das Rennen jetzt? So, schauen wir mal, was es gibt hier. Obligatorisch natürlich auf Markus gewettet. Weil der wird das schon irgendwie wuppen. Boah! Ja, vor allem wenn du in mich reinrempelst. Ja, aber das hast du mich schön aus dem Konzept gebracht. Du, warum fliegst denn du auch in mich rein? Ich wollte den Punkt und hatte nicht gesehen, dass du unten bist. Nein, ich sterbe! Das hat schön das Ding, da bist du schön am Ding zerschippert da neben dem Turm. Hilfe! Ah, nee, was war das Ding da? Okay, da kannst du durchfliegen. Theoretisch. Ich kann aber nicht fliegen. Ja, das habe ich ja schon mal gemerkt. Also auf die Fresse. Hä, ich bin vier da? Ja, wir sind vier. Also ist doch ein Wende mit dabei. Jetzt geht's aufs Auto. Gott sei Dank. Und dann noch so eine scheiß Elektrokarre heißt. Hast du ja ausgewählt. Ach so, ja, gut, okay, stimmt, das ist das ausgewählt. Aber. Ah ja, ist das schön. Oh, da landest du dann auch genau auf dem Dach, weißt du, bist du ein bist der Letzter. Ey! Das war bestimmt wieder Markus. Nee, ich bin Erster. Der mich gerade gedreht hat? Nee, das war Ja. der Random. Das war der Random. Und Markus ist Erster, wenn der. Bei dir beide aufeinander und ich bei euch. Ich hab's in der Aufnahme. Ja, bitte. Da hängt er mich jetzt dran, weil vorne.
Wow. Ah, ich dachte, du wirst abgebremst, wenn du da nur, wenn du da falsch durchkommst. Okay. Das ist letztendlich egal, wie du durchkriegst. Aber bitte nicht der Flug in der Ego-Perspektive. Du kannst es auch ändern. Ah. Ja, das Scheiße, das hat mich jetzt rausgebracht aus dem Dings. Jetzt bin ich nämlich. Jetzt muss ich doch mal neu, komplett neu anfliegen. Nein! Ja, das habe ich jetzt mit ausgebaut. Ich kann nämlich absolut nicht in der Ego-Perspektive fliegen. Vor mir. Das wäre. Aber warum gehst du eigentlich immer die Ego-Perspektive Auto? Weil das vom Rennen so eingestellt ist, aber du kannst es halt wechseln. Ja, ja, ich weiß. Was denn? Jetzt hat der einen mit dem Handy erwischt. Wieder erwischt, okay. Ich kann ein bisschen weiter kommen, ich mal ran. Hier komme ich nicht mehr. 42 Sekunden Rückstand, da wird nicht viel mit rankommen sein. Alter. So, meine Freunde, das war Runde 1 von 3. Herzhaft. Ich habe doch keine Ahnung, wie lang manche von den Rennen sind. Ich habe einfach 3 Runden eingestellt. Also jetzt, ich habe jetzt 5 Minuten oder so rum. Ich wahrscheinlich auch noch mal die Hälfte der Strecke. Runde geschafft. Hm. Ja, da sind die 1000 auf jeden Fall sehr gut angelegt da vorne. Der Rennen kannst du fast immer auf Markus wetten, das passt. Runde 2 von 3. Das 6,5 Minuten. Alter, wer willst du machen? 20 Minuten oder was? Ich wusste auch nicht, dass das Rennen so lange ist. Ich glaube, da ist eine Kilometerzahl mit dabei. Weißt du, ja. Es gibt ja auch Rennen, die sind, da ist eine Runde fix vorbei und dann gibt's halt. Naja, alles gut. Alter, da kommen sie mir entgegen. Das war so klar. Boah, Alter, da kommen sie mir. Oh! Alter, da kommen sie mir alle entgegen. Hilfe. Ah.
Du bist genauso auf der Seite, auf der Ecke da gelandet wie ich, ne? Eben. Hey, ich bin Vierter. Ja, ich hab dich dann irgendwann mal überholt. Ich meine, ich bin jetzt auch an dem zweiten wieder dran. Der hat auch mal eine Dreiviertelminute Vorsprung, 45 Sekunden oder was. Der war auch gar irgendwo nur Mist gemacht. Ja, mal gucken, vielleicht reicht doch Platz 2. Vielleicht. Hilfe! Ich höre irgendwas hinter mir. Hau ab! Das geht nicht mit zwei Leuten! Ernsthaft? Weil du mich berührt hast, bin ich jetzt ins Wasser. Oh, Sven, ich glaube, der fehlt da was, oder? Boah, Alter. Mit zwei Leuten. Sven ist aber auch gerade echt still. Ja, der konzentriert sich, glaube ich, gerade. Alter, ich hänge hier gerade komplett an den Ding da drin. Ja. Ich komme gerade nicht mehr aus diesem... Ich fliege gegen die Wand-Ding raus. Ja, Bart, das hat, dreht sich so schnell wieder. Ich hoffe, dass ich zumindest den Wendy da vorne noch mal abfangen kann. Aber das wird nicht einfach werden. Markus ist unerreichbar, das ist klar. Der wird da nicht mehr zu holen sein. Ah, Hilfe. Weil du kommst einmal an die Wand. Was wird uns hergeschlagen, Dings? Ja, das Fliegen durch die Röhren war es echt tricky. Ja, du musst da. Ja, das war's. Ich war Zweiter zwischendurch, ich hatte den gehabt. Jetzt bin ich Zweiter wieder. Dass ich mich irgendwo beim Ausfliegen zeige. Alter, wurdest du gespawnt und wurdest genau dort gespawnt, dass du genau dagegen fliegst, was Sinn ist. Ja. Ey, ich habe auch keine Chance. Ah, wie geil. Ich komme gar nicht vorwärts. Ach, ist das schön. Na gut, okay, kann ich so lassen. Ich krieg Kugelschnurkel. Ich werde genau vor der Wand gespawnt und mit Armen dagegen. Runde 3 von 3. Ach nein. Ich hab gerade mit dem Propeller. Der ist rausgegangen, die Random. Ich hab gerade mit einem der Propeller so einen Fußball da weggehauen. Das klappt euch mit zwei Leuten. Vergiss es.
Alter. Oh, Alter. Oh. Ich bin, mach drei Kreuze, wenn das Ding zu Ende ist. Wenn ich ehrlich bin. Also meins ist es jetzt absolut nicht. Also nicht die Strecke zumindest nicht, um das jetzt nochmal wiederholen zu müssen. Ich meine, für einmal ist es jetzt ganz okay. Tschüss, Kev. Gute ja. Reise. Was denn? Du bist gerade rechts abgebogen neben mir. Ja, ich weiß, wie ich die Strecke angeht. Sven war ja auch irgendwo über mir, glaube ich, in der Röhre da oben drin. Im Auto gerade. Scheiß Flugzeug wieder die Röhre. Das ist das Problem, ey. Du musst nur einmal leicht an die Seite, an die Wand rankommen. Wie so ein Ball hin und her. Alter, ihr wollt mich doch verarschen heute, ganz ehrlich. Ach, weißt du was? Ja, komm. Bleib ich halt recht schön, so. Das Ergebnis ist jetzt nicht überraschend. Also, Markus gewinnt, meine ich. Nee, aber jedes Mal werde ich durchgespawnt. Irgendwo eine Wand ist. Irgendwo hab ich gebrochen. Okay, das ist mir jetzt bis jetzt nicht passiert. Beim Flugzeug fliegst du gegen die Wand. Wechselst du zum Auto, kommst du vor der Wand an. So sinnlos. Ja, Hilfe. Das wird nichts mehr. So. Morgens so ist noch nie einfach müde. Er hat wahrscheinlich länger geschlafen als wir alle, ey. Ich bin dauerhaft müde. Ich bin jetzt circa 22,5 Stunden wach. Seit 2 Uhr gestern Nacht aufgestanden. Oh, Mimi. Ich musste noch arbeiten. Richtig. Hat dich ja keiner gezwungen. Alles gut. Ich hab doch gesagt, ich mach mit. Hast du noch geht's?
$600 noch gewonnen, weil ich die Wette gewonnen habe. Also meins, wie gesagt, persönlich ist es nicht. Da gebe ich jedenfalls das Dislike. Es war für mich eine Kackstrecke, ja. Aber es war okay. So.